Wenn ihr Fantasy Grounds das erste Mal gestartet habt, seht ihr diesen Anmeldebildschirm. Abhängig davon, ob ihr die Demo, die Standard oder die Ultimate-Lizenz gekauft habt, unterscheiden sich diese Knöpfe hier. Für Spieler ist allerdings auch nur die Schaltfläche hier unten Join Game interessant. Da klickt ihr einmal drauf und darauf seht ihr hier diesen Anmeldebildschirm. In den Bereich Username gebt ihr bitte euren realen Spielernamen ein, also in meinem Fall Ingo. Die Hostadresse hängt von der Kampagne ab, die ihr spielt, und die kann sich bei uns gelegentlich auch ändern. Ihr bekommt die Hostadresse im Teamspeak immer kurz vorher mitgeteilt. In unserem Fall nehmen wir mal diese hier, das ist die lokale Adresse meines Computers. Wenn das passiert ist, drücken wir unten auf Start. Ihr seht jetzt, dass hier unten ein Anmeldebalken entsteht und es dauert dann einen Moment, bis ihr im aktuellen Spiel eingeloggt seid. Nachdem Fantasy Grounds sich verbunden hat, seht ihr als erstes diesen Bildschirm. Dieses erste Fenster namens Campaign Setup könnt ihr getrost wegklicken, das braucht kein Mensch. Wichtig ist die darauf folgende Charakterauswahl. Ein Klick auf den Eintrag hinzufügen hier unten erzeugt einen neuen Charakter für euch. Ihr seht, die Charakterauswahl verschwindet. Und hier oben links hat sich ein neues Feld aufgetan. Ein Klick darauf öffnet den Charakterbogen. Um erstmal das Geheimnis des Feldes hier oben zu lüften, das wird euer Charakterporträt. Und damit das schon mal nach etwas aussieht, fangen wir auch gleich mit dem Porträt an. Wir haben das hier nochmal. Da doppelklicken wir drauf. Und ein paar Sekunden später sehen wir hier eine Reihe von vorgegebenen Bildern. Ihr könnt im Prinzip auch euer eigenes Charakterporträt benutzen. Wichtig ist nur, dass ihr mir das vorher zukommen lasst, damit ich das auf dem Server entsprechend hochlade. Wir nehmen jetzt mal einen älteren Herrn, denn unsere Idee ist es, Mr. Harvey Walters, einen Archäologen von der Arkhamer Miskatonic Universität als Charakter zu erschaffen. Ich klicke einmal auf das Bild, das ich haben möchte, drauf und voilà, sowohl hier als auch hier erscheint es. Als nächstes möchten wir uns mit den Grundattributen befassen. Ich gehe jetzt davon aus, dass ihr euch den Charakter schon im Vorfeld erschaffen habt. Fantasy Grounds stellt leider keine richtigen Werkzeuge zur Verfügung, um einen Charakter nach den Regeln zu erstellen, sondern hat nur einen Charakterbogen mit ein paar netten Automatismen, die aber eher für das Spiel selber als für die Erschaffung gedacht sind. Um eine Eigenschaft zu ändern, klicken wir einfach in das entsprechende Feld und geben den Wert ein. Denkt daran, wir spielen Cthulhu nach der 7. Edition. Die Eigenschafts- oder Attributwerte liegen hier im Prozentsystem, nicht wie früher im 20er-System vor. HW bekommt jetzt eine Stärke von 45, eine Konstitution von 55, einen Wert für Größe von 60. Die anderen Eigenschaften gebe ich mal ohne große Kommentare ein. Und ihr seht, dass sich jetzt hier einiges getan hat. Zum einen hat das System automatisch berechnet, wie viele Trefferpunkte ihr maximal habt. Es hat außerdem berechnet, welche Werte ihr bei schweren und extremen Würfen für die jeweiligen Attribute habt. Das seht ihr hier an den kleinen Feldern rechts daneben. Ihr bekommt angezeigt, wie euer Basisausweichenwert ist, euer Staturwert und euer Schadensbonus. Im Falle von Harvey, der jetzt nicht besonders kräftig ist, ist er halt 0.
werden auch ausgerechnet. Gleiches gilt für eure aktuelle Stabilität und eure Magiepunkte. Euren Glückswert, der ja in der siebten Edition nicht mehr vom Mana abhängt, sondern separat ausgewürfelt wird, müsst ihr natürlich von Hand eintragen. Ich trage hier oben jetzt schon mal den Namen ein. Jetzt haben wir die erste Seite vorerst abgehandelt. Wir haben hier Bereiche für eure Nahkampf- und Fernkampfwaffen, für eure bekannten Zauber und natürlich für die Sprache, die ihr beherrscht. Und hier unten einen kleinen Knopf für euren Minibogen. Dort könnt ihr euch bestimmte Waffen, die ihr häufig nutzt, anzeigen lassen. Jetzt kommen wir als allererstes zu den persönlichen Informationen. Ihr seht hier am Rand mehrere Reiter, die Fertigkeiten, Skills und das Inventar machen wir später. Wichtig ist jetzt erstmal die grundlegenden Daten einzutragen. Ein Klick bringt uns auf das entsprechende Blatt und wir möchten jetzt erstmal Dinge wie Geschlecht, Alter, Größe, Gewicht und ganz wichtig den Beruf vergeben. Beim Geschlecht sagen wir männlich. Beim Alter sagen wir 58. Harvey ist relativ klein, sagen wir mal 1,65 Meter und wiegt knappe 60 Kilo. Bei Harveys Beruf haben wir grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben den Beruf komplett von Hand ein oder wir nehmen einen vorgefertigten Beruf. Ich entscheide mich jetzt hier mal für das Letztere. Und sage, Harvey soll ein Altertumsforscher werden. Wir haben hier auf der rechten Seite einige Funktionen, die wir später noch genauer besprechen. Wir brauchen jetzt aber noch eine weitere, nämlich die Berufsliste. Hierzu klicken wir unten auf die Schaltfläche Bibliothek und markieren dann hier oben den Bereich Berufe, der dann hier auch angezeigt wird. Ich schließe die Bibliothek dann wieder und klicke hier unten auf Berufe. Die Übersicht ist jetzt relativ klein. Wir haben hier genau zwei Dinge drin, den Entdecker und den Altertumsforscher. Wenn wir den anklicken, sehen wir hier die gesamten Daten, die zum Altertumsforscher dazugehören. Das heißt, welche Berufsfertigkeiten er hat, welche Kontakte er haben wird, seinen Finanzkraftbereich und die Berufsbeschreibung. Wir machen jetzt Folgendes. Wir nehmen den Altersforscher, packen diesen kleinen schwarzen Knopf mit der linken Maustaste und ziehen ihn hier auf den Beruf. Wenn wir jetzt hier draufklicken, sehen wir, dass wir das Ganze jetzt bearbeiten können, denn jetzt haben wir die spezielle Berufsbezeichnung für Harvey und können hier auch ein paar Sachen ändern. Bei Fremdsprache möchten wir gerne, dass Harvey Latein spricht. Handwerk Kunst nehmen wir mal Fotografie. Und dann machen wir das Ganze wieder zu. Wir legen jetzt noch fest, dass Harvey natürlich an der Miskatonic-Universität studiert hat. So, und selbstverständlich lebt er in Ark. Dort ist er auch geboren. Hier haben wir noch einige Textfelder, in denen ihr die Informationen zu Glaube, Weltsicht, Personen, bedeutsamen Orden etc. eintragen könnt. Das ist Geschichte und ihr könnt das ausfüllen, wie ihr es für richtig haltet, beziehungsweise wie es auf eurem bestehenden Charakterbogen schon draufsteht. Ich schließe jetzt erst einmal wieder die Berufsansicht. Und als nächstes wollen wir uns Harveys Fertigkeiten widmen. Ich gehe dazu hier auf den Reiter Skills und habe hier jetzt eine ganze Liste von Fertigkeiten. Wir sehen,
Handwerk Kunst, Fotografie wurde bereits eingetragen und als Fremdsprache Latein ist schon auf dem Charakterbogen vermerkt. Das sind Fertigkeiten, die durch seinen Beruf hinzukommen sind. Jetzt möchten wir Punkte verteilen. Ihr könnt hier oben sehen, dass wir sowohl die Berufs- als auch die Hobbypunkte, die HW insgesamt zur Verfügung stehen, jetzt bereits ausgerechnet haben. Außerdem steht hier noch ein Bereich, dort werden hinterher die Punkte angezeigt, die ihr durch Erfahrung gewonnen habt. Um jetzt die Fertigkeiten zu bearbeiten, klicken wir hier auf diesen kleinen Knopf Liste bearbeiten. Und es passieren zwei Dinge. Zum einen werden jetzt alle Fertigkeiten untereinander dargestellt. Ganz links ist ein Feld, das anzeigt, ob es sich hier um eine Berufsfertigkeit handelt. Die Fertigkeiten haben wir uns schon aus unserem Beruf rausgeholt und werden hier entsprechend markiert. Als nächstes kommt der Name der Fertigkeit und ihr Basiswert. Das erste Feld hier ist für eure Berufspunkte gedacht. Hier kann ich nur dann etwas eingeben, wenn die Fertigkeit eine Berufsfertigkeit ist. Hobbyfertigkeiten kann im Grunde jeder haben und ihr könnt hier alles eingeben. Wichtig, auch wenn es technisch möglich wäre, hier Punkte für Cthulhu Mythos zu vergeben, so ist das von den Spielregeln selbstverständlich nicht gestattet. Lasst dieses Feld also bitte unberührt. Im Bereich Ausgegeben braucht ihr auch noch nichts eintragen. Dort werdet ihr später eure Erfahrungspunkte eintragen. Nun ist es so, dass nicht immer alle Fertigkeiten bereits auf dem Charakterbogen sind. Zum einen, eure Muttersprache müsst ihr noch festlegen. Und zum anderen denken wir, dass HW zum Spaß auch mit einer Waffe umgehen sollte, weil er beispielsweise Sportschütze ist. Wir haben hier bereits eine Nahkampffertigkeit Handgemenge, die hat jeder Charakter automatisch schon aktiviert. Wir möchten jetzt noch eine Schusswaffe hinzufügen. Dazu klicken wir hier oben bei diesen neuen Knöpfen auf den Punkt Feuerwaffenfertigkeit hinzufügen. Wir sehen hier einen Bereich Fernkampf. So, und da geben wir jetzt ein Faustfeuerwaffe. Grundsätzlich könnt ihr hier jeden beliebigen Griff eintragen, allerdings nur bei den in Anführungsstrichen offiziellen Fertigkeiten wird der korrekte Basiswert im Bereich Basis angezeigt. Gebt ihr hier irgendeinen Unsinn ein, ist der Basiswert automatisch minus 1. Achtet darauf also. Und jetzt können wir die Punkte verteilen. Bibliotheksbenutzung setzen wir mal mit 30 Punkten. Und ihr seht, hier ganz rechts erscheint dann der Gesamtwert 50. Die restlichen Fertigkeiten werde ich jetzt eben so verteilen. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt. Ein wichtiger Punkt ist noch die Finanzkraft. Die Finanzkraft liegt immer in einem bestimmten Bereich. Für die Punkte über dem Basiswert müsst ihr natürlich mehr bezahlen. Ihr könnt hier bei nicht unter 30, das ist der geringste Wert für Altertumsforscher, und nicht über 70 kommen. Alle anderen Werte könnt ihr frei eingeben. Bei den Hobbyfertigkeiten gehen wir ähnlich vor. Wir tragen einfach die entsprechenden Werte, die wir haben möchten, ein und schauen, dass wir hier oben bei Hobby hinterher bei genau 0 Punkten rauskommen. Nachdem wir uns jetzt mit den Fertigkeiten befasst haben, wollen wir noch zur Ausrüstung kommen. Ein kleiner Punkt noch. Ihr seht hier im Bearbeitungsmodus der Fertigkeiten diese roten Punkte. Drückt da nur dann drauf, wenn ihr euch wirklich sicher seid, weil mit denen löscht ihr eine Fertigkeit. Und zwar müsst ihr da zweimal drauf drücken. Das erste Mal wird der horizontale Strich vertikal und beim zweiten verschwindet die Fertigkeit dann. So, jetzt gehen wir wieder zurück in den normalen Listenmodus. Und jetzt sehen wir hier wunderbar all unsere Fertigkeiten schön übersichtlich auf einem Bereich. Berufs- und Hobbypunkte sind beide auf 0, also komplett ausgegeben. Und dann können wir zur Ausrüstung kommen. Der Ausrüstungsbereich unterteilt sich in drei Unterbereiche. Einmal das normale Inventar, die Artefakte und Bücher sowie das Geld.
fangen wir oben an. Wir haben eine Liste, wo wir hier wieder mit diesem braunen Punkt Liste bearbeiten, etwas hinzufügen oder ändern können. Wir machen jetzt mal einen neuen Antrag da rein. Und wir sehen, wir haben hier ganz rechts erstmal die Anzahl der Gegenstände, die wir dabei haben. Dann haben wir die Bezeichnung, den Ort, wo wir den Gegenstand tragen, was er wiegt, ob wir diesen Gegenstand bei uns haben, ob wir ihn ausgerüstet haben. Das wird alles über diese Spalte geregelt. Und auch hier gibt es wieder einen Minibogen, den wir uns später ansehen. Und wir können hier festlegen, ob dieser Gegenstand auf dem Minibogen auftaucht. Die letzten beiden Knöpfe sind hier einmal eine Detailansicht des Gegenstands und wieder die Funktion, den Gegenstand zu löschen. Analog zum Charakterbogen wird der Gegenstand gelöscht, indem ich zweimal hier drauf drücke. Sehen wir uns mal die Detailansicht an. Normalerweise steht hier nur die Bezeichnung. Wir sagen hier mal Revolver. Dann der Typ, der Wert. Bei Wert kann man im Prinzip was Beliebiges reinschreiben. Wir haben uns aber eigentlich darauf geeinigt, dass wir immer in US-Dollar rechnen. Der Revolver wiegt meinetwegen mal 600 Gramm. Wir haben hier eine Kurzbeschreibung und hier können wir noch Notizen machen. Ein Revolver ist eine Schusswaffe. So, jetzt hätten wir im Prinzip schon einen Ausrüstungsgegenstand erzeugt mit ein paar Eigenschaften. Das Ruleset für Cthulhu gibt aber noch eine besondere Funktion. Wenn wir nämlich hier bei Typ Waffe, also Weapon eingeben, leider lässt sich das nicht auf Deutsch übersetzen, dann gibt es hier zusätzliche Felder. Und zwar gibt es einmal den Bereich Waffentyp, Fernkampf. So. Bei Grundwert schreiben wir die Fertigkeit rein. Und wie ihr seht, automatisch wird hier unser Fertigkeitswert, den wir hier stehen haben, in den Wert der Waffe übernommen. Beim Schaden müssen wir uns an die englischen Namenskonventionen halten. Das heißt, wenn wir im Deutschen 1W8 plus 2 schreiben wollten, müssen wir statt dem deutschen W für Würfel das englische D für Die verwenden. Wir schreiben also 1D8 plus 2. Der Vielfunktionswert liegt bei Revolvern, glaube ich, bei 99. Mit einem Revolver kann man entweder einmal oder dreimal pro Runde angreifen. Und er hat eine Reichweite von 30 Metern. Das stimmt jetzt wahrscheinlich nicht mit dem Regelbuch überein, da ich mir das alles gerade spontan ausdenke. Ich denke, für Erklärungszwecke reicht das aber. Ein Revolver hat 6 Schuss und ist in allen Epochen, in denen Cthulhu spielen kann, verfügbar. So, zurück ins Inventar. Hier haben wir unseren Revolver. Beim Geld haben wir hier verschiedene Sachen, wie gesagt, US-Dollar. Hier, das sind Textfelder, die ihr frei ausfüllen könnt nach den Sachen, die auf eurem Charakterbogen stehen. Artefakte und Bücher ist eine Übersicht für besondere Gegenstände. Wichtig ist, dass in dieser Liste hier die Sachen nicht im Inventar auftauchen und auch nicht das Gewicht eurer gesamten getragenen Ausrüstung beeinflussen. Das dient in erster Linie dazu, um eine Kurzübersicht zu haben. Auch hier könnt ihr ganz normal Gegenstände eintragen. Und es gibt hier sogar einen Bereich Gegenstände. Ihr könnt einen beliebigen Gegenstand, den wir hier haben, nehmen wir mal hier so ein Mythosbuch, in euer Inventar kopieren. Wichtig bei Cthulhu: ihr bewegt nicht wirklich Ausrüstungsgegenstände, wenn ihr einen Gegenstand von A nach B zieht, sondern ihr kopiert einfach den Inhalt eines Eintrags in euer Inventar. Nehme ich zum Beispiel dieses Book of Cyan mit seinem Bild, den entsprechenden Daten etc. und schiebe das hier rein. Dann habe ich zwar ein Inventar,
Aber es verschwindet deswegen nicht irgendwo anders. Wenn ihr also beispielsweise einen Charakter, einen Gegenstand gebt, dann vergesst nicht, ihn bei dem Ursprungscharakter zu löschen. Ja, wenn ich jetzt wieder aus diesem Bearbeitungsmodus rausgehe, habe ich eine etwas schönere, übersichtlichere Ansicht. Ein wichtiger Punkt noch, der Bereich, wo ein Gegenstand getragen wird. Da habt ihr drei Optionen. Im Moment habt ihr den Gegenstand nicht angelegt, der Charakter trägt ihn also auch nicht bei sich. Er wirkt sich nicht auf das Gesamtgewicht aus. Ihr klickt da drauf, es erscheint so ein Ausrüstungsrucksack, Beutel und der Gegenstand ist in eurer Ausrüstung drin. Das heißt, ihr habt ihn bei euch und müsst auch mit dem Gewicht klarkommen. Ich gehe jetzt mal kurz zurück. Bei euren Waffen erscheint er hier aber nicht. Klicke ich noch einmal darauf, habe ich den Gegenstand ausgerüstet. Ausgerüstete Gegenstände erscheinen vorne auf der Startseite und ihr könnt sie im Kampf benutzen. Ja, das war's zum Inventar. Wir haben jetzt noch zwei Bereiche, die wir nicht angesprochen haben. Der Bereich Notizen ist genau das, was er sagt. Hier könnt ihr euch irgendwas reinschmieren. Euer Charakterkonzept schreibt ihr besser in die persönliche Beschreibung hier, aber irgendwelche wichtigen Infos könnt ihr hier als eine Art Schmierzettel eintragen. Auf der ersten Seite haben wir jetzt noch den Bereich Zauber. Dort können wir Zauber hinzufügen. Einfach wieder mit dem Pluszeichen. Und es gibt tatsächlich auch einen Bereich Zauber in unserer Datenbank von Fantasy Grounds. Hierfür müssten wir wieder die Bibliothek unten öffnen und uns den Bereich Zauber anzeigen lassen. Hier ist jetzt wieder nur ein Zauberspruch sichtbar, schlicht und einfach deshalb, weil eure Runde zu diesem Zeitpunkt nur diesen einen Zauber kennt. Ich kann da draufklicken und hätte alle Informationen, die zu dem Zauber schon bekannt sind, hier angezeigt. Das ist bei der Blindheit jetzt nicht sonderlich viel. Diesen Zauber kann ich dann ganz normal in mein Inventar ziehen. Damit wären wir mit dem Charakterbogen auch erst einmal durch. Ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Hinweise aus dem Video ziehen und wünsche euch noch viel Spaß in unserer Spielrunde. Bis zum nächsten Mal, euer Uwak.